Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew Motorfest hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Es ist endlich mal wieder Summit-Zeit hier im Let's Play und ich bin ja wieder mal super pünktlich dran. Bereits morgen ist schon die nächste Summit-Woche, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Ja, das Thema dieser Woche bzw. der vergangenen Woche ist Street Custom bei Hoonigan. Ja, und rein optisch würde ich sagen, mein Ford Focus RS erfüllt diese Aufgabe schon mal mit Bravour. Und ja, er sieht optisch so aus, nicht wegen dem Summit, man könnte es meinen, nein, sondern weil es mein Main-Fahrzeug in der Street Tier 1-Klasse bei den Grand Races ist. Wobei, mit dem letzten Update, oder besser gesagt durch das letzte Update, könnte sich das ändern, denn der Audi RS2 Avant sowie auch der Audi RS3 könnten heiße ja, Anwärter für mein neues Main-Fahrzeug sein. Aber das muss ich mal noch testen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da so ein bisschen mehr drin seid, welches Fahrzeug in der Street Tier 1-Klasse jetzt der neue Primus ist. Also vor dem Update war es der auf jeden Fall. Und das nicht, weil ich gesehen habe, andere fahren den, sondern das habe ich selber so entschieden. Weil Allrad in dieser Klasse ist schon nicht verkehrt. Aber ich verquatsche mich wieder. Ich würde sagen, wir gucken uns den ja noch aktuellen Summit an. Und gucken da vielleicht auch gleich mal auf die ja, Belohnung, die es gibt zum Abschluss. Also Bronze, 50.000 XP, Silber, legendäre Performance-Teile in der Street Tier 2-Klasse. Sowie den Mitsubishi Eclipse. Und dann noch Hoonigan Unterbodenbeleuchtung. Ja. Kann man mal so mitnehmen, würde ich sagen. Gerade die goldenen Teile, also die Legendärteile, sind ja nie verkehrt. Und dann beim direkten Abschließen gibt es einmal bei drei Aufgaben 50.000 XP. Habe ich schon erledigt. Wie ich es ja schon bei den letzten Folgen gesagt habe, die Prüfungsaufgaben, also diese Stunt-Aufgaben, mache ich immer schon mal offscreen im Vorfeld, weil die haben ja mit dem Thema, in dem Fall eben jetzt Street Custom, nichts zu tun. Deswegen fokussiere ich mich lieber auf die sechs Aufgaben, die eben genau dieses Thema abdecken. Ja, auf jeden Fall weiter im Text. Bei sechs erledigten Aufgaben gibt es auch einen Street Tier 2 Teil. Finde ich auch sehr gut. Und am Ende dann auch nochmal 100.000 Bucks bei neun erledigten Aufgaben. Perfekt. Dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und starten direkt rein mit unserem Ford oder mit meinem Ford Focus RS. Der ist auch schon ein bisschen getuned. Dementsprechend können wir da auch direkt loslegen. Ja, wie immer gehe ich das Ganze First Look mäßig an. Also ist mein Erstversuch. Der kann jetzt gnadenlos schief gehen, er kann aber auch vielleicht funktionieren. Mein Ziel, mein persönliches Ziel ist ja wie immer eben die 100.000 Punkte hinzubekommen. Und wenn ich das schon mal schaffe, dann bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und in der Regel reicht es dann tatsächlich auch für den Platin-Rang. So, jetzt gucken wir mal. Die Strecke sagt mir tatsächlich gar nichts. Aber ich gucke einfach ein bisschen auf die Minimap dann. Wird es schon irgendwie passen. Ah doch, die sind wir schon mal gefahren. Das ist das, wo es jetzt hier durch diesen Park geht. Gar nicht so einfach. Ja, Gegner sind wieder auf Stufe 1 eingestellt, deswegen die sind jetzt eh irrelevant, aber die brauchen wir ja auch nicht. Es geht ja um die gefahrene Gesamtzeit. Oder in dem Fall Endzeit. Ist ja kein Rundkurs jetzt hier, die erste Disziplin. Mal ein bisschen abkürzen. Wir haben eine schöne Gerade. Passen. Wird aber ganz schön unruhig. Uiuiui. Jetzt bin ich aber eigentlich zufrieden. Vorsicht. Jetzt haben wir noch einen Sprung. Ich glaube, ich hätte lieber für den Sprung hier das Nitro aufheben sollen, dass wir schön hier rüberfliegen, schön in die Mauer. Das hat auch gut Zeit gekostet. Ich glaube sogar, dass wir die Strecke, jetzt fällt es mir wieder ein, sogar bei einem der allerersten Summits hatten, die es gab für die Crew Motorfest. Aber lang, lang ist's her. So, hier können wir doch auch ein bisschen abkürzen, glaube ich. Schön leichten Slide hier rein. Oh, die Kurve ist doch ein bisschen offener als gedacht. Hätte ich jetzt gar nicht so anbremsen müssen.
So, zwei Drittel Hammer. So, da muss ich ein bisschen aufpassen bei der Rechtskurve. Aber klar. Ein bisschen konzentrieren hier. So, und Endspurt. Ja, ich würde sagen, das sollte doch vielleicht für 100.000 Punkte gereicht haben. Ich hoffe es einfach mal. In der besten Liste wären wir damit in der Top 10.000. Ja, also quasi auf Platin-Niveau. Und es ist ja auch gut, dass ich es wieder am Ende der Woche mache. Da kann ich dann immer ganz gut einschätzen. Entsprechend. Wo ich stehe. So, wunderbar. Und ja, nächste Aufgabe, Flughafenspielplatz, ist aus Street Tier 1. Ist alles, glaube ich, Street Tier 1 diesmal. Auto fort, deswegen bleiben wir einfach in unserem Fahrzeug sitzen. Auch wenn die Auswahl ein bisschen größer ist, aber nö, wir bleiben bei dem hier. Sehr schön. Ja, und da mit dem letzten großen Update jetzt die Funktion reinkam, dass man alle Teile auf einmal wechseln kann, können wir das vielleicht sogar ohne großen Cut heute machen. Die Teile, die hier drin verbaut sind, werde ich auf jeden Fall rübernehmen in die weiteren Fahrzeuge. Und den angesprochenen RS2 werden wir heute auch noch sehen. Boah, ich dachte schon, ich klatsch gegen diese Wand da. Umkursrennen, Vorsicht. Super eng hier. Gar nicht, wo ich hier überhaupt irgendwo Nitro zünden soll. Aua. Kaum landen wir hier. Können wir schon wieder um die Kurve fahren. Boah. Diese Grasinseln sind halt auch uncool. Da wird das Auto richtig unruhig. Verrücktes Rennen, ey. Aber passt zu Hoonigan. Verdammt, das war nicht gut. Fuck, man kann tatsächlich dagegen fliegen. Ich dachte, das ist extra so gemacht, dass man das nicht kann. Das hat jetzt gut Zeit gekostet. Aber ich stehe jetzt einfach mal zu diesem Fehler. Ich meine, wie oft habe ich schon gesagt, dass man beim Summit manchmal gar nicht um einen Zweit-, Dritt-, Viert-Versuch rumkommt, um das Optimale rauszuholen. Und ich meine, wenn man es richtig Optimale rausholen will, muss man sowieso in der Crew spielen, dass man sich gegenseitig Windschatten gibt. Jetzt gucken wir aber mal. Oh Gott, warum schaukelt er sich jetzt so auf? Oh Gott, das war jetzt gar nichts.
Ich habe irgendwie das Gefühl, seit dem Update sind die Autos viel rutschiger geworden. Also so slidey-rutschig hatte ich eigentlich meinen Fokus nicht in Erinnerung. Als ob ich einen Kontrollpunkt verpasst habe. Will sie mich jetzt verarschen? What the fuck? Wie habe ich einen Kontrollpunkt verpasst? Ich bin doch genau durch das Ding geflogen. So viel zu First Try. Wir kommen gar nicht drum rum, das Ding neu zu starten. Mensch, letztes Mal hat das so gut geklappt. Alles im First Try, aber diesmal nicht. Aber gut, jetzt muss ich es aber auch besser machen. Der Start gelingt schon mal nicht. Wenn wir alle im Weg sind. Bisschen an, dass ich hier auf jeden Fall nicht dagegen klatsche. Quatsch. Dann Checkpoint verpasst haben soll, frage ich mich ehrlich. Es muss ja irgendein Bug gewesen sein, dass er das nicht richtig registriert hat. Marge ist es. Zweite Runde, neues Glück. Oh, das war geil. Schön die eine Rampe übersprungen. Im wahrsten Sinne. Dafür dann hier schön reingeklatscht. Ganz komisches Rennen, ey. Checkpoint wieder nicht gezählt hätte an der Stelle in der zweiten Runde, dann wäre ich so ein bisschen vom Glauben abgefallen. So. Aber jetzt muss es doch easy peasy für über 100.000 Punkte gereicht haben, wenn ich schon einen Zweitversuch brauche. Spannung. Ja, wenn auch knapp. Aber es reicht für die Top 10.000. Das ist ein guter Weg. Sagen wir es einfach mal so. Gut, dann wäre jetzt als nächstes Street Tier 1 Auto. Also es ist völlig frei, was ich hier nehme. Und da würde ich jetzt wirklich auf den RS2 switchen, den wir dann danach auch haben. Jetzt gehen wir aber hier erstmal drauf und nehme eben diese Teile hier. Ich drücke einmal Zack, Wechselmodus aktiviert. Dann suche ich mir hier den RS2 aus, zack, wähle ihn aus und ich würde sagen, es hat sich ja bewiesen oder auch bewährt, die Fahrzeuge, wenn man sie verbreitern kann, sie wirklich zu verbreitern. Wir können jetzt hier auch verschiedene Sachen verbauen, das ist aber alles irrelevant, deswegen machen wir jetzt erstmal hier die schöne Verbreiterung. Welche davon ist egal, weil alle gleich fett sind und deswegen machen wir das jetzt einfach dran, mehr machen wir da gar nicht.
Teile sind eingebaut und let's go. Die Profi-Einstellungen habe ich tatsächlich im Vorfeld schon gemacht zu den Fahrzeugen, damit wir uns das ein bisschen sparen. Die laufen ja eh immer nach dem gleichen Schema ab, deswegen ist es nicht so spannend. Jetzt gucken wir mal, wie ich mit dem hier so klarkomme. Ich komme auf jeden Fall schon mal ganz gut hier durchs Getümmel. Aber der Vorteil vielleicht vom RS2 ist, wenn er auch dann die Verbreiterung hat, er steht schön breit dann da und hat aber auch noch einen relativ guten langen Radstand und dadurch ein bisschen Stabilität. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Nachteil vom Focus RS, dass er ein bisschen kurzen Radstand hat. Deswegen, ich glaube fast, dass der hier echt ein heißer Kandidat ist, das beste Street Tier 1 Fahrzeug zu sein. Aber wissen tue ich es nicht, ist nur eine Vermutung. Er liegt halt auf jeden Fall deutlich ruhiger, finde ich. Bisschen angenehmer. Ihr habt es ja gesehen, der Fokus hat sich doch ein bisschen mehr eingedreht. Mehr, als ich es in Erinnerung hatte. Aber eingedreht hat er sich schon immer so ein bisschen. Muss ein bisschen aufpassen hier bei der Kurve. Aber kein Problem. Schön alles Vollgas fahren. Ein bisschen mehr das Nitro einsetzen. Jedes Mal, wenn das Nitro voll ist und ich nutze es nicht, ist es verschenkt. Das heißt, wenn es nur so kurze Schübe sind. Das kann schon ein paar Zehntelchen ausmachen am Ende des Tages. Boah, Glück gehabt. Ich dachte, das ist so eine feste Mauer und ich bleib drin stecken. Ich meine, es war auch jetzt nicht gut, dass ich überhaupt eine Mauer mitgenommen habe, aber immerhin bin ich komplett hängen geblieben. Nicht so viel driften. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich bin kein Grand Race mehr gefahren seit dem Update, deswegen ist das nur eine Vermutung jetzt, dass sich da so ein bisschen die Sachlage geändert hat, welches Fahrzeug in der Klasse besser ist, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, fährt der sich halt super angenehm und das ist ja auch schon mal was wert. Aber ich würde sagen, das war ein ganz guter Run. Wobei ich das immer sehr schlecht einschätzen kann, aber solange ich keinen großen Fehler mache, sollte das passen. Jawohl, sehr schön. Für das, dass ich ohne Windschatten unterwegs bin, ist es okay, glaube ich. So, wir bleiben im Fahrzeug sitzen. Und weiter geht's. So, zwei Runden, alles klar. Wieder in der Stadt. Stadt ist halt immer gefährlich durch diese Randsteine und Unebenheiten. Da hebelt die Fahrzeuge ganz schön mal aus. Aber ich muss echt sagen, der fährt sich schon im Vergleich zum Focus sehr ruhig. Ja, ich glaube, ich entscheide jetzt einfach in der Folge schon mal, dass der RS2 definitiv mein Focus RS ersetzen wird. Allerdings, wie gesagt, es gibt noch den RS3. Den müsste ich auch mal noch testen. Wobei der halt dann wieder das Problem des kürzeren Radstandes hat. Denke ich. Könnte auch täuschen. Gut. Ah, läuft doch ganz gut bis jetzt. Das war ein bisschen zu spät.
Und nein, ich nutze da keine Handbremse, sondern wenn man einfach ein bisschen härter reinlenkt, dann kommt das Heck automatisch einfach rum. Zu spät eingelenkt. Trotzdem noch irgendwie rum. Ja, und vielleicht habe ich ja irgendeinen neueren Zuschauer oder so, der sich dann immer fragt, ja, warum nutze ich das Nitro immer nur zur Hälfte? Die erste Hälfte des Nitros, also quasi bis zu diesem Blitzsymbol, ist quasi stärker und effizienter. Deswegen macht es nicht Sinn, das Nitro komplett aufzubrauchen, außer ganz am Schluss. Sondern immer nur bis zur Hälfte, da wo es einfach stärker ist. Dann immer in diesem Bereich das Nitro zu entladen. Das kann schon viel ausmachen tatsächlich. Verfärbt sich dann auch das Nitro. Solange es blau ist, ist es top. Und wenn du nämlich unter diese 50% kommst, was du jetzt gleich sehen wirst, dann wird es rot. Dann ist es nicht mehr so effizient. Jetzt hat man es ganz kurz aufblinken sehen. Schlussspurt wirst du es jetzt auch gleich nochmal sehen. So, jetzt hier zum Schluss. Da baller ich nämlich jetzt alles. Da brauche ich es ja nicht mehr. Aber ich glaube, das war ein guter Run. Oder? Also, ich glaube, das könnte der beste Run gewesen sein bis jetzt. Aber wie kann ich es einschätzen? 115.000. Nehme ich mit. Ja, guck mal. 1270 ist die beste Platzierung bis jetzt. Also, wie gesagt, sehr guter Run. Aber an die Strecke konnte ich mich jetzt am besten noch erinnern. Und die ist auch schön schnell. So, jetzt haben wir Street Tier 1 und 2 Japan. Und da habe ich gesehen, der LX7 in der 10th Anniversary Edition haben alle genommen. Also scheinbar ist er relativ gut. Den sind wir schon mal gefahren, den haben wir schon mal getuned. Ich muss nur die Teile da reinbauen. Deswegen wähle ich ganz kurz dieses Event, damit ich in dieses Menü komme. Und dann muss ich den ganz kurz suchen. Das ist er hier. Der hat normalerweise diesen Breitbau nicht, aber auch da haben wir in besagter Folge mal den Breitbau dran gemacht. Achso, nee, ich will den ja nicht wählen. Ich wollte ja nur die Teile einbauen. Ich muss ja hier wieder raus. Und jetzt gehe ich hier hin. Und das ganze Spiel machen wir gleich nochmal, wenn wir aufs finale Fahrzeug wechseln. Da werden wir dann zwar auch nochmal Mazda fahren, allerdings einen anderen. So. Und let's go. Aber an sich komme ich ganz gut durch, für das ich das eine auch einmal neu starten musste. Also ich glaube, das ist schon eine extreme Erleichterung, mit diesem auf einen Satz die ganzen Teile rumzuswappen. Schön, dass sie das Update reingebracht haben. Ich meine, es gab es ja schon bereits in... Oh, der Start war schlecht. Gab es ja bereits schon in The Crew 2. Schade, dass hier nicht von Anfang an drin war, aber jetzt hat es dann den Weg hier doch reingebracht. So, das ist jetzt ein bisschen schlecht. Jetzt werde ich hier ein bisschen aufgehalten. Gucken, dass ich hier schnell, so schnell wie möglich vorbeikomme. Wind. Er fährt sich halt auch richtig nice. Er verpufft viel Leistung, weil er halt nur Hinterradantrieb hat. Wir haben noch einen Fünfgang. Ist klar.
eine oder andere Stelle. Auch ein bisschen anders fahren, aber hey, first try, alles gut. Ich bin happy, wie es läuft. An den schnellen Kurven liegt der echt gut. Jetzt muss man dem Wankel hier lassen. Nicht zu schnell. Schön. Aber finde ich auch mal cool, dass wir so eine komplette gleiche Klasse haben. Würde mich jetzt, ich habe noch gar nicht geguckt, aber würde mich jetzt nicht wundern, wenn der nächste Summit dann komplett Street Tier 2 ist. Boah, kann ich gar nicht einschätzen, wie gut es oder schlecht es war. Aber ich glaube, für über 100.000 sollte auch das gereicht haben, weil kein größerer Fehler drin war. Jawohl, 119 sogar. Da sage ich nicht nein. Da sage ich nicht nein. Und dann kommen wir tatsächlich sogar schon zur letzten Aufgabe. Und zwar müssen wir den Cosmo fahren. Da muss ich natürlich jetzt auch die Teile wieder umbauen. Upsala, das war das Falsche. Das heißt, wir gehen hier drauf und dann muss ich den Cosmo suchen. Der ist deutlich weiter hinten zu finden. Hier ist er. So, dann gehen wir einen Teil zurück oder einen Schritt zurück. Dann hier drauf. Dann wählen wir den aus und dann tunen wir den mal. Denn auch hier ist ja Breitbau möglich. Können natürlich jetzt ja vielleicht ein bisschen mehr so Quick and Dirty Tuning machen, würde ich sagen. Let's go. Ja, komm, das Geld ist es mir wert. Also mit den anderen Scheinwerfern. Let's go. Felgen. Irgendwas Cooles, Verrücktes. Boah, mach mal. So mehr speichern, Tiefbett. Kann man machen, komm. In Größe. Machen wir mal so. Dann, das ist mir egal, Außenspiegel. Oh, die sind geil. So, Kotflügel hinten macht es nämlich gleich für alle. Und da würde ich sagen, machen wir das mal so. Heckspoiler. Haben wir mal so eine Abrisskante, das sollte reichen. Ja, komm, let's go. Und Prestige, wir brauchen andere Reifen. Schön breite, fette Reifen. Solche Reifen. Nee. Ah, sowas, oder? Schade, dass man Reifenbreite nicht selber so richtig bestimmen kann. Hab ich schon mal angemerkt. Hier hinten sind nur noch diese ganz Verrückten, ne? Ah, so passt das schon. So machen wir das. Wunderbar. Und damit gehen wir den finalen Streich an.
komplett verbastelt, das Ding. Aber Hauptsache tief und breit. So. Schon mal vorbei, sehr gut. Mit so einem Ding fahren, brauchst du auch Cojones für. Ich glaube, hier könntest du stellenweise ganz gut abkürzen. Ein bisschen cutten, aber ich bleibe jetzt mal lieber on track. Es sei denn, ich sehe ganz offensichtlich, dass man da ein bisschen abkürzen kann. Ein bisschen Sorge, wenn ich mit dem Ding nämlich aufsetze, dann schießt es mich weiß Gott wohin. Boah, Vorsicht, nicht rausrutschen. Aber liegt eigentlich ganz geil. Das Fahrzeug auch. Tatsächlich am schlechtesten fährt sich oder fuhr sich genau das Fahrzeug, was ich als mein Main-Fahrzeug in Street Hier 1 bezeichnet habe. Ist ja funny. Vielleicht wollte ich einfach zu viel. Man weiß es nicht. Weil schlecht war es ja am Ende dann das Ergebnis auch nicht. Aber ich sage nur vom Gefühl her. So kurvig ist. In der Kurve bringt es da nicht so viel. Boah, hier könnte man auch bestimmt übelst abkürzen, oder? Du hast gesehen, da kannst du ja voll den ganzen Abschnitt hättest du ja voll abkürzen können, sehe ich gerade. Das haben bestimmt einige gemacht. Wenn du das jetzt nochmal fährst, sollen wir das mal gleich machen, einfach für die Wissenschaft? Ich glaube, das würde ich mal echt probieren, weil ich glaube, da kannst du richtig, richtig Zeit rausholen. Aber jetzt fahren wir es erstmal zu Ende, aber ich würde... Ich meine, ihr müsst es ja nicht angucken, ich biete es jetzt einfach nur an, am Ende das mal auszuprobieren, weil das kann ja wirklich am Ende die nötigen Punkte ausmachen, die vielleicht reichen, um Platin abzusnacken oder nicht. Boah, Rennen ist ganz schön lang, ey. Checkpoints sind hier bei dem Rennen echt sehr spärlich verteilt. Die liegen schon gut weit auseinander. Oh, bin ja gar nicht im vierten Gang. Oh, die Kurve macht mehr zu, als ich gedacht habe. Okay, jetzt muss ich sogar abkürzen, weil... mal hier komplett falsch eingesetzt habe.
echt ein langes Rennen. The Street Tier 1, das ist schon sehr lang. Gleich geschafft. Ja, für die, die jetzt noch Interesse haben, ich versuche das jetzt nochmal, nur mit ein bisschen mehr abkürzen und vor allem mal an dieser einen Stelle will ich abkürzen, weil ich glaube, wir können so viel schneller sein. Das hätte jetzt trotzdem gereicht für Top 3000 oder Top 4000 in dem Fall, aber ich will es jetzt trotzdem mal probieren. An alle anderen, Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder beim nächsten Mal. So, aber jetzt probieren wir das nochmal, komm. Langes Rennen hin oder her, aber ich glaube, das können wir bestimmt. Ich sage jetzt einfach mal 15 Sekunden schneller. Minimum. Allein hier schon. Aber wobei, warte mal kurz. Wir müssen nur kurz ausprobieren. Wenn ich am Anfang direkt richtig mich positioniere und da rüber heize, könnte ich doch den kompletten ersten Knick mir sparen. Jetzt hier geschickt mache. Ein bisschen Nitro kann man ja nutzen, damit er ein bisschen Speed aufbaut. Aber ich würde behaupten, das ist doch jetzt hier schon mal schneller gewesen. So, die eine Stelle darf ich halt nur nicht verpassen, aber ich glaube, ich habe sie mir gemerkt. Hier würde ich sagen, ist das Abkürzen nicht so notwendig. Die Kurve hat einen schönen Verlauf. Ja, aber kann man bestimmt so über diesen Parkplatz drüber. Muss man aufpassen, dass man nicht gegen die Wand scheppert. Kann man auch hier einfach abkürzen. Yo. Okay, das Wasser, das wusste ich nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass ich jetzt schneller bin. Also man könnte sogar wahrscheinlich hier links rum, sehe ich gerade. Okay, krass. Da kannst du noch krasser abkürzen. Okay, das habe ich jetzt verplant. Auch da, guck mal, den ganzen Weg hier hoch. Kannst du doch hey, abkürzen, oder? Was ist das denn für eine Abkürzgeschichte? Krass. Du kannst ja extrem viel abkürzen. Also da bin ich noch weit davon entfernt, den besten Weg zu fahren hier gerade. Die Checkpoints liegen viel zu weit auseinander. Auch hier hätte ich mir dieses Geschlängel sparen können, weil der nächste Checkpoint hier da vorne erst liegt. Das ist crazy. Also da liegt noch eine Menge Potenzial, ne? Und jetzt hier die Stelle, meine ich. Du kannst doch jetzt einfach hier drüber... halt keinen Baum mitnehmen am besten. Falle. Aber was du dir da sparst an Weg und an Zeit, ist ja krass. Also das ist ja schon richtig heftig. Und wie gesagt, oben beim Tempel, wenn du dann beim Tempel selber ein bisschen bremst und dann links rum, dann musst du erstmal nicht durchs Wasser und du hast nochmal einen kürzeren Weg. Deswegen hat mich jetzt einfach mal interessiert, das mal so zu machen. Aber das kannst du ja nur wissen, wenn du die Strecke kennst. Und jetzt, wenn ich es jetzt nochmal fahren würde, dann eben, ne? Gerade bei dem Tempel wüsste ich es jetzt auch nochmal besser.
Aber solche Sachen, finde ich, müssen sie fixen, sage ich jetzt mal, einfach mit mehr Checkpoints. Weil das ist auch beim Grand Race, das geht mir dort stellenweise richtig auf den Geist, dass da mehr rumgekürzt wird und diesen Reset-Trick verwendet wird, dann ist es halt für mich kein Rennenfahren mehr, sondern es ist wirklich nur noch, wer findet den besten Weg, um irgendwie den vorgesehenen Weg zu bescheißen. Ja? Aber allein jetzt durch die Abkürzung, die ich jetzt schon gemacht habe, dürften wir also 15 Sekunden locker deutlich mehr schon eingespart haben. 55, irgendwas sind wir, glaube ich, gerade eben gefahren. Bin gespannt, wo wir jetzt hier landen. So, das war die Kurve, die ich falsch eingeschätzt habe vorhin. Ist mal ein bisschen besser. Sehe ich jetzt bloß kein Abkürzpotenzial mehr. Hier vielleicht ein bisschen drüber. Bei die Stelle jetzt, glaube ich, hier kann man auch nochmal abkürzen. Oder? War da nicht was mit so einem Weg, wo man jetzt hier reinfahren könnte? Ja doch, hier, über den Strand. Auf jeden Fall. Auch nochmal schneller. Okay, der Baum ist jetzt kacke. Fuck. Ich hab's schon kommen sehen. Ich habe irgendwie gehofft, dass der Baum sich zerstört, wenn ich dagegen fahre, aber falsch gedacht. Aber ja, auch da hätte man nochmal gut abkürzen können. Schön über den Strand. Habe ich jetzt natürlich nicht perfekt gemacht, aber ich glaube, im Vergleich zum normalen Weg habe ich jetzt auch nicht viel mehr Zeit verloren. Also krass. Also bei dem Rennen kannst du richtig, richtig Zeit sparen, wenn du den Weg optimierst. Verliere ich gerade ein bisschen die Kontrolle. Ja gut, knapp zwei. Nee, nicht mal, nur 10 Sekunden. Was? Trotz, dass ich so krass abgekürzt habe. Okay, das finde ich jetzt krass. Also, ich hätte, denke ich, hätte deutlich mehr Zeit gespart. So viel zu 15 Sekunden. War doch hier, 17. Ah, ich bin 57 gefahren. 17 Sekunden habe ich gespart. Ja, und hätte ich dann einen Fehler nicht gemacht. Vielleicht sogar noch mehr. Und dann beim Tempel vor allem anders abkürzen. Also, über 20 Sekunden schneller auf jeden Fall. Krasse Nummer. Krasse Nummer. Gut, aber damit bin ich aktuell auf 704, Rang 704. Und das wenige Stunden, beziehungsweise einen Tag, bevor der Summit zu Ende ist. Also ich würde sagen, Platin sollte drin sein. Ja? Die Hunigin-Unterbodenbeleuchtung ist mein. Ja? Wunderbar, dann gucken wir mal nächstes Mal, da können wir vielleicht auch einen Ausblick geben. Gymkhana steht als nächstes an. Sieht auf jeden Fall schon mal wild aus, sieht ein bisschen mehr nach Dirt aus vor allem. Rally, ja, Street Tier 1 wieder, Drift, okay. Rally, Drift, Street Tier 1, okay, eine gute Mischung, alles klar. Oh, Rally, glaube ich, habe ich nicht mal die höchste Stufe, da sollte ich vielleicht sogar für nächste Woche, wenn die Zeit es ermöglicht, ein paar Teile farmen. Zumindest mal, dass ich die höchste Tierstufe habe, vom Nitro-Mischer will ich gar nicht reden. Aber okay, wunderbar, dann soll es gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du es wäre, Däumchen oben wäre nice. Ich bin raus an dieser Stelle, mach's gut und bis dann. Ciao!